Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Echo. So, in dieser Folge machen wir unser Plateau. Unser Plateau für... Huch, ich habe das falsche Werkzeug. So. Unser Plateau für die Laser. Verdammt, ich hätte hiermit anstatt mit Asphalt machen sollen. Damit kann man sehr viel besser bauen. So, das müsste reichen. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich brauche ja 4 Stück. Die anderen 2, die bestelle ich mir dann. Oder die anderen 3. Ja, 1 plus 2 gibt 4. Runterfallen. Da. Das ist nämlich, ja, das war jetzt extra. Deswegen. So, ich kann das eigentlich von unten machen. Wenn ich denn dann genug Reinforced Concrete habe, ne? So, hier noch ein, da noch ein. Gut, dann machen wir das halt von unten. So, aber jetzt möchte ich dann doch wieder hoch. Okay. Hopp. Und da noch ein und hier noch ein und da noch ein und hier. Da und hier. Klappt das auch? Verbindet sich das auch miteinander? Oder ist es dann hier, schwebt das dann da in der Gegend rum? Warum ist das jetzt da unten? Das mag ich so nicht. Ich will das hier haben. So, Oh, ich liebe diese Online-Katalog-Bestellung. Wunderbar. Online-Katalog vor allem, ne? Also, nicht nur online, sondern auch mit Katalog. Also Online-Katalog. Hier brauche ich noch eine Treppenstufe. Sonst ist das doof. Ja, wunderbar. Plumps. Okay, also hier kommen wir hoch. Sehr schön. Und dann passt das hier? Sieht das optisch? Ja, das sieht optisch ganz okay aus. So, weißt du was? Ich will da gerne noch ein bisschen Überhang haben. Weiß nicht warum, aber... Wir machen es so. Komme ich hier dann noch durch? Nee. Wie weit muss ich raus, um hier dann noch durchzukommen? Na, schon wieder leer. Komme ich denn so durch? Ja, so komme ich durch. Gerade so. Gut, dann machen wir hier. So, damit ist die Plattform groß genug. Dann mache ich mal die Stützen hier nochmal anders. Soll ja schon irgendwie nach was aussehen, ne? So ein bisschen. Ein bisschen sollte man es gleich sehen. So, die sind jetzt hier, ja, auf dem Glas, das passt schon. Unter dem Glas, beziehungsweise unter der Stütze ist natürlich kein Glas, sondern ein solider Dinger hier. Ja, naja, gut, egal, was soll's. Wir haben unsere Plattform, die möchte ich gerne auch noch ein bisschen eingrenzen, so. Dass man nicht runterfällt. So. So, so, so. Ich hoffe mal, dass alle Laser dahin gehen. Okay, das sieht blöd aus. Also, das mit den Fenstern hier sieht blöd aus. Dann müsste ich quasi Framed Glass nehmen, wahrscheinlich. Oh. So, pass mal auf. So, genau. Framed Glass. Und ich glaube, jetzt sieht das besser aus, wenn wir das so machen. Genau. Komisch, dass hier kein Hinsetzgeräusch mehr gibt bei dem Glas. Offensichtlich ist das Glas sehr leise geworden. So, zack. Oh, hab schon keine mehr. Nein. Komm, man muss da bleiben, sonst geht's nicht.
So. So macht es übrigens auch Spaß, wenn man nicht alles erschaffen muss. Wenn man einfach wild drauf losbauen kann. Kann ich euch sagen. So. So. Schon allein deswegen. Einfach mal kurz die Hände frei machen. Sehr schön. So, hier haben wir ja einen Laser. Den brauchen wir natürlich. Einmal Laser. Oh, kein Platz im Inventory vor lauter Pilzen und so einem Zeug. Hey, die könnte ich eigentlich mal löschen. Und Fliegenpilze. Auch alle gegessen. Ach, Fliegenpilze gehen Kalorien wieder weg. Ah, okay. So, Stomach ist voll. Wunderbar, wenn der voll ist. Ich wollte hier mein Geraffel da mal wegtun. Und dann hier einmal ein Laser. Brauche ich vier oder wie viel brauche ich? Weiß gar nicht. Das steht vielleicht irgendwo dann dran. Aber ich glaube, also ich habe bei anderen schon gesehen, die hatten immer vier. Ach du heilige Scheiße, ist der groß. Ja. Missing objects required by Power Grid. Power Grid has insufficient power. Er braucht 10.000 Watt. Eins von vier Computerlabor 0 von 1. Also wir brauchen tatsächlich vier Laser. Und damit ist unsere Plattform deutlich zu klein. So, das heißt zurück ans Reißbrett. Reis. So, wir hauen hier erstmal diese ganze Verkleidung wieder weg. Also diese Gitter, Geländer, wie auch immer man es nennen mag. Diese Framed Glass Blöcke. Halt, nicht den Laser. So, Inventory ist voll. Es macht auch nicht mehr plump. Hey, was? Was macht die Maus da? Dump Karies. Karies wegmachen. So. Ist immer gut, Karies wegzumachen. Denn Karies ist böse. So, wir brauchen auch noch sehr viel mehr Strom. Wir haben sehr wenig Windräder. Fällt mir hier gerade auf. Also zuerst mal sorgen wir mal für ein bisschen mehr Windkraft. Giffe? Wie nennt sich das? Windmill? Nein. Windkraftwerk. Windrotor? Wind. Windrad. Ja, Windrad kann ich aber doch so nicht hinschreiben, oder? Oh, doch. Windrad. Du hältst 10 Windrads. Okay, also die haben das auch eingedeutscht. Also muss ich gar nicht auf Englisch schreiben. Ich kann also tatsächlich auf Deutsch schreiben. Platzieren. So. Platzieren. Platzieren. Karin, du musst da weg. Wir brauchen den Platz leider jetzt für Windräder. So, tschüss. Rolle davon. Okay, platzieren. Platzieren. Geht nicht. Platzieren. 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 Und geht nicht. So, hier noch eins. Platzieren. Platzieren. Wie viel Strom haben wir jetzt? 20.000.
Gebraucht 6500. Hä? Achso, wenn Operating. Achso, ne, ich glaube, wir brauchen doch noch mehr. Ich probier's mal, ich tue erstmal die hier wieder weg. Diese komischen Fenster, die wir da drin haben. So. Und dann holen wir uns noch ein paar Windräder. Komma. 20. So, jetzt haben wir 20 Windrads. Warum geht hier nicht? Wegen der Laterne wahrscheinlich, ne? Okay, kein Problem. Huch. Wir nehmen den Hammer und nehmen die Laterne weg. So. Und dann Windrads. Wir bauen ein bisschen einen Windpark auf hier. Ganz klein. Nicht so groß, ne? Nur so ein bisschen, dass wir ein bisschen mehr Windkraft haben. Wir brauchen ja viel Strom. Und wir sind halt immer noch grün. Deswegen... Oh, da steht der jetzt hier ein bisschen im Weg. Aber geht schon. So, hier noch eins. 8 Stück haben wir noch übrig. Da können wir hier noch ein paar hinmachen. Hier noch. Und hier noch. Huch, das war zu weit. Hier noch. Und hier noch. Und warum nicht hier noch? Und hier noch. Und hier noch. Wir haben so viele Windräder jetzt. Wir könnten die Erde antreiben. So, das nenne ich mal einen Windpark. Also nicht nur das, sondern auch das hier. Hui, 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 hui. Leicht übertrieben. Was? Wir machen 40.000 Watt. 40 Kilowatt. Schön. Okidoki. Wir brauchen noch viel mehr Fläche für unsere Laser. Das heißt... Zack. Zack. Und das Hämmerchen. Und dann wollen wir Boden bauen. Wo ist er? Hier. Gut, dann gehen wir hier noch weiter raus. So, so, so. Wir müssen dann natürlich den Laser auch nochmal anders setzen. Denn der steht ja dann, die sollen schon alle irgendwie nebeneinander stehen. Okay, hier geht's auch noch weiter, gut. Wie weit kann ich hier rausbauen? Bis hier, sehr gut. Ah, okay, das Windrad geht dann zwar da durch, aber das stört es offensichtlich nicht sonderlich. Gut. Das hier klappt so ganz gut. So, so. Machen wir halt unser Podest ein bisschen größer. Ja, minimal. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass dieser Laser so viel Platz in Anspruch nimmt. Der ist schon ganz schön, also groß, sage ich mal. Aber unser Windpark, der ist ja jetzt auch ganz schön groß. So. Kommen wir eigentlich überall hin? Ich glaube schon. Ansonsten müssen wir halt, ich glaube, die verfolgen den. Also ich glaube, die Laser folgen diesem Meteor. So habe ich das mal gesehen irgendwo. In einem Trailer, glaube ich, war das. Oder hat den jemand gesteuert? Also es kann auch sein, dass wir mit dem Computer-Laboratorium, das wir ja auch noch brauchen. Huch. Okay, hier. Nein. Nein, ich will den da haben. Kann es auch sein, dass wir mit diesem Computerlabor die Laser steuern müssen? Oder in die Richtung lenken oder so? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es rausfinden, sobald ich das Computerlaboratorium gebaut habe. Und wir wissen ja jetzt, wir können auch auf Deutsch die Sachen. Okay, hier geht nicht, gut. Auf Deutsch die Sachen bauen, quasi bestellen im Internetkatalog. Im Worldwide Katalog. Im Worldwide Paper. So.
Ja, genau, da gehörst du hin. In den Müll. Und hier wächst so viel Gras schon wieder. Von wegen, der Planet geht vor die Hunde. Trotz unserer Industrie stört sich der Planet kein bisschen an uns. Absolut nicht. Null Probleme. Und ich bin schon verdammt gespannt, was wohl passiert, wenn der Meteor einschlägt. Oder die Meteoren. Ich glaube, der zerbricht. Und das habe ich auch mal in einem Trailer gesehen. Aber der war ganz vom Anfang noch. Also ganz am Anfang des Spiels, da gab es ja jetzt mittlerweile sehr viele Updates. Auch grafisch. Das sieht bestimmt ziemlich geil aus. Und das werden wir in dieser nicht mehr, aber in der nächsten Folge dann wahrscheinlich erleben. Vielleicht wird die nächste schon die letzte. Also ihr merkt schon, nach über 100, was ist das jetzt, 143, 144 Folgen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche das ist. Echo ist dann auch irgendwann mal gut. Wir haben einiges hingekriegt. Ich mache dann nochmal ein komplettes Review. Ich laufe dann nochmal komplett durch. Einmal den hier bitte. So, kann ich dich da hinstellen? Hier? Ja. Okay, die Hälfte guckt raus. Gut, dann darf bestimmt auch noch mehr rausgucken, oder? So? Ja, okay. Es darf ein bisschen was rausgucken. So, das heißt, wir brauchen nochmal Giffe. 3. Laser. Flump. So, den hier hin. Okay, der darf nicht hinten drüber rausstehen. Ist der auf gleicher Höhe wie der? Ja. Sollen wir die ganz nah aneinander setzen? Oder eins? Jetzt habe ich den wieder... Oh Mann. Jetzt habe ich mich da wieder hineinversetzt in den Laser. Oder wir setzen die... Nee, wir setzen die schon so hin. So, ja. Wunderbar. Okay, Power Grid Operational. When operating, 6000 Watt, wir haben 40.000. Netzwerk, Laser Computer Labor. Also wir brauchen noch ein Computerlabor. So, Katalog. So. Eines reicht vorerst mal. Computerlabor. Computerlabor. So. Machen wir unten hin. Nein. Machen wir oben hin. Machen wir. Ich will ja auch was sehen von der Chose. Nee, weißt du was? Machen wir doch unten hin. Machen wir hier hin. Oh ja, machen wir hier hin. Ja, wunderbar. So. Hier, so. Zack. Ready to activate. Waiting for Meteor to enter targeting window. Okay, Strom ist da, alles da. So, was machen jetzt diese Laser? Jetzt muss ich erstmal mein Zeug hier loswerden, obwohl das mache ich. Obwohl, na komm. Okay, das tippt jetzt hier die ganze Zeit rum. Okay, geil. Seht euch das an. Die Laser sammeln irgendwas aus der Luft. Ich muss mir hier einen Logenplatz einrichten. Auf meinem Windpark. Das sieht so verrückt aus. Das ist so crazy, dieser Windpark. Ah, brutalst. Ah, ist ein Vogel. Es ist Nacht. Der Meteor ist nirgends zu sehen und die Laser, die drehen sich im Kreis. Die suchen. Die suchen den Himmel ab. Nach dem Meteor. Kann ich da hingehen? Sterbe ich dann? Kann ich da draufstehen irgendwie? Hochhüpfen? Nein? Okay, ich brauche hier...
Achso, ich kann ja nicht auf Stühle sitzen. Dann stehe ich einfach hier hin. Ich glaube, das passt dann ganz gut. So, meine Freunde, dann würde ich sagen, jetzt rasselt hier nämlich auch schon der Timer. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal eine kleine Folgenpause. Sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play, hier bei Echo. Und dann ist morgen vielleicht die letzte Folge. Wir machen nochmal eine. Quasi eine Folge mit nochmal alles durchgehen, was wir alles haben. Das will ich schon nochmal alles angucken. Und dann den Meteor zerstören. Und dann nochmal eine mit dem Meteor reinkrachen lassen oder alles in einer. Wir werden sehen. Aber jetzt machen wir erstmal eine Folgenpause. Und morgen wird dann die Folge. Morgen und vielleicht übermorgen. Aber die nächste Folge müsst ihr euch unbedingt reinziehen. Bis dahin, meine Freunde. Macht's mir gut. Ciao.